Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal einen Prototypen für euch, und zwar den neuen X-Fly von Bionic Bird. Eine neue Vogeldrohne mit jede Menge Technik und Sensorik. Das hier ist ja wie gesagt noch der 3D gedruckte Prototyp, da für den kleinen X-Fly gerade erst eine Kickstarter-Kampagne startet, und zwar ab dem 29. November 2023. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Die Seite verlinke ich euch mal hier unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr natürlich auch noch weitere Informationen zum X-Fly. Ich darf ihn euch trotzdem heute schon mal präsentieren und einmal zeigen, was er alles so können wird. Und ich zeige euch noch die Neuerungen bzw. Unterschied zum Metafly. Das ist ja im Grunde der Vorgänger von dem X-Fly. Da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. Und wenn das Wetter mitspielt, gehen wir natürlich mit den Prototypen auch noch fliegen. Im Moment ist das Wetter leider draußen nicht so wirklich flugtauglich für den Vogel. Ein Unboxing gibt es in dem Video jetzt auch nicht, weil es ist ja wie gesagt noch ein Prototyp. Der wurde jetzt einfach nur im Kartönchen geliefert, weil es noch keinen richtigen Karton natürlich dafür gibt. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß bei dem Video. Dann zeige ich euch als allererstes mal, wie man den X-Fly zusammenbaut. Das geht genauso einfach wie damals beim Metafly. Wir haben einmal die Schwanzflosse und zwei Flügelelemente. Die Schwanzflosse muss man einfach nur hier hinten in diesen Viertelkreis mit dieser Rasterung einklipsen, hier im Drehpunkt, und dann vorsichtig nach hinten drücken, dass die Bügel hier einrasten. Dann haben wir auch die Verstellung für die Schwanzflosse direkt. Die Flügelelemente muss man sich einfach nur den richtigen nehmen, den rechten natürlich für die rechte Seite. Da müssen wir einfach nur diesen Pin hier vorne in diese Flügelschlagmechanik einschieben und dann ganz vorsichtig festhalten und dann bis zum Ende eindrücken, bis der einrastet. Das Ganze machen wir dann auch mit der anderen Seite. Dann müssen wir jetzt einfach nur die Flügelenden nehmen. Da ist ein kleines verstärktes Loch drin. Das müssen wir hier hinten an dieser Querstange über diese Pinne drücken. Kann man einmal so mit dem Fingernagel. Dann rastet der so ein bisschen ein. Das gleiche mit der anderen Seite auch. Das ist dann auch für die Lenkung wichtig. Und dann ist der X-Fly schon zusammengebaut. Und jetzt zeige ich euch den mal etwas genauer. Ja, hier haben wir den X-Fly mal etwas genauer. Wie gesagt, noch nicht ganz so genau auf die Optik achten. Es ist ja, wie eben schon gesagt, noch ein 3D-gedruckter Prototyp. Daher sieht er hier und da noch etwas provisorisch aus. Von der Grundtechnik her funktioniert er natürlich sehr ähnlich wie der Metafly mit den schlagenden Flügeln, und gelenkt wird er über die Schwanzflosse und der Querstange hier. Aber der X-Fly hat natürlich einige Verbesserungen bekommen, die zum Teil auch von der Rückmeldung der Community entstanden sind, was ihr euch sozusagen gewünscht habt. Als erstes fällt natürlich die Größe auf. Der X-Fly hier ist nämlich ungefähr 80 mm in der Spannweite größer als der Metafly. Dadurch soll er bessere Gleiteigenschaften bekommen haben. Das war beim Metafly ja fast gar nicht möglich zu gleiten. Er hat eine verbesserte Flügelstange erhalten, womit ein kraftvollerer Flügelschlag erzeugt werden kann. Und auch die Flügelschlagmechanik wurde verbessert, womit der X-Fly wesentlich effizienter ist und auch weniger Strom verbraucht. Und was jetzt auf jeden Fall auch sehr cool ist, dass der X-Fly jetzt einen austauschbaren Akku hat, sodass man nicht mehr nach jedem Flug das Teil wieder aufladen und warten muss, sondern einfach den Akku wechseln kann und weiterfliegen kann. Das geht auch ganz simpel. Einfach die beiden Klipse hier auseinanderdrücken, das Akkufach runterklappen, Akku tauschen, wieder hochklappen, bis die Klappe einrastet, und fertig. Ob das jetzt die ganz finale Version hier ist, weiß ich nicht. Denn wie gesagt, ist das ja hier noch ein Prototyp. Aber ich denke mal, so in etwa wird die finale Version auch aussehen. Dann wurde ebenfalls die Steuerplatine überarbeitet. Hier sind jetzt auch Sensoren verbaut, die das Steuern erleichtern sollen. Und auch Gyros verbaut, die den X-Fly im Flug stabilisieren. Dadurch haben wir auch beim X-Fly jetzt die Möglichkeit, ohne Steuerkorrekturen geradeaus fliegen zu können. Das war beim Metafly nicht ganz so einfach möglich. Und er soll dadurch viel besser im mäßigen Wind fliegen können und stabiler im Kurvenflug sein. Und er kann auch in kleineren Räumen fliegen können, wobei mein Wohnzimmer leider etwas zu klein ist. Das ist natürlich für Anfänger ganz cool. Wer das alles nicht braucht, der kann das dann später in der App auch alles abstellen. Dann ist ein sehr großer Unterschied zum Metafly, dass wir den X-Fly auch optional aufrüsten können. Das heißt, hier wird es zusätzlich LEDs geben, die man anbringen kann, so wie diese hier. Die sind jetzt hier schon verbaut. Die lassen sich dann auch über die App in der Farbe einstellen. Es soll Ultraschallsensoren geben zur Hinderniserkennung. Ich meine, von GPS war auch mal die Rede. Und dank App-Anbindung ist natürlich jetzt auch die Firmware aktualisierbar, und wir können sogar über die App einige Flugdaten aufzeichnen. Ich bin mal gespannt, wenn das Serienprodukt fertig ist, wo das alles hin soll und wie das dann später aussieht. Aber von der Sache her eine richtig coole Idee. Ein weiterer Unterschied ist die Steuerung des X-Fly. Dieser wird nicht mehr über eine 2,4 GHz Fernsteuerung wie beim Metafly gesteuert, sondern über die Handy-App. Da haben wir dann verschiedene Möglichkeiten zu steuern. Einmal mit den Steuertasten auf dem Display und den Bewegungssensoren des Handys. Und wir haben ganz neu, und das finde ich richtig cool, hier so Steuersticks. X-Play Joystick nennt sich das. Das können wir auf das Handy schnallen. Da haben wir dann zwei federbelastete Steuersticks, wie man an der Fernsteuerung auch kennt. Und hier unten haben wir so touchempfindliche Enden, die dann im Grunde die Finger ersetzen und die App-Steuerelemente bedienen. Da bin ich mal gespannt, wie das nachher funktioniert, aber auf jeden Fall eine sehr coole Idee, wie ich finde. Man kann hier wieder, wie auch beim Metafly, durch Verstellen der Schwanzflosse die Fluggeschwindigkeit verändern. Wenn der Schwanz flach nach unten steht, fliegt der X-Fly schneller, und ist der Schwanz nach oben gestellt, dann fliegt der X-Fly langsamer.
Natürlich wird der X-Fly durch seine Materialien und auch seine flexible Bauweise wieder sehr crashresistent sein, sodass man auch lange Spaß am X-Fly haben wird. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch einmal mit ein paar Detailaufnahmen die wichtigsten Neuerungen und Unterschiede zum Metafly und dann gehen wir mal fliegen. Ich hoffe, das miese Herbstwetter macht mal eine kurze Pause und das wird mit dem Fliegen auch klappen. Ja, kommen wir am Ende nochmal zu einem ganz kleinen Fazit. Ein richtiges Fazit kann ich natürlich noch nicht ziehen, weil es ja wie gesagt immer noch ein Prototyp ist. Ihr habt eben gesehen, ich konnte einen kleinen Flug machen. Es waren natürlich überhaupt keine idealen Bedingungen. Es war erstmal mit 4-5 Grad viel zu kalt. Es war immer noch ein bisschen zu windig und es hat auch noch leicht genieselt. Das sind natürlich keine idealen Voraussetzungen für diesen kleinen Vogel. Erstmal beim Nieselregen wird er immer schwerer. Das ist natürlich überhaupt nicht ideal. Dann die Temperaturen sind für diese kleinen Akkus überhaupt nicht gut. Das habe ich damals auch bei den anderen Vögeln schon gemerkt. Bei den Temperaturen bauen die Akkus extrem schnell ab. In der Spezifikation steht auch drin, dass ab 10 Grad eigentlich so die ideale Temperatur ist für den Vogel. Wind mögen die eigentlich auch nicht, auch wenn der hier vielleicht ein bisschen idealer im etwas mäßigeren Wind fliegen kann. Aber irgendwo gibt es auch eine Grenze, weil die halt sehr, sehr leicht sind und natürlich auch von dem Wind immer abgetrieben werden, beziehungsweise irgendwann auch nicht mehr zurückkommen gegen den Wind. Aber man konnte im Video sehen, er ist auf jeden Fall geflogen. Das hat auch ganz gut geklappt jetzt bei den Bedingungen. Was ich ganz cool fand, ist dieser X-Control-Stick-Aufsatz. Den kann man ja optional dann später dazu kaufen. Wer also nicht mit den Sensoren von dem Handy gerne fliegen will, der kann das hier wirklich benutzen. Das fühlt sich echt an wie eine Fernsteuerung. Es piept zwar zwischendurch immer die ganze Zeit, wenn man die Sticks bewegt. Ich weiß nicht, ob es nachher in der finalen Version auch noch macht. Das ist vielleicht ein bisschen nervig. Aber es war okay, vom Steuergefühl auf jeden Fall fand ich es sehr cool. Ja, ein richtiger Test und ein abschließendes Fazit gibt es dann natürlich im Video, wenn das finale Produkt einmal fertig ist. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann den X-Fly für euch nochmal testen darf. Wie eben schon gesagt, könnt ihr mal auf die Kickstarter-Seite gehen. Ab dem 29. November 2023, ich meine ab 16 Uhr, startet die Kampagne.
Da stehen natürlich auf der Seite auch nochmal alle Informationen zum X-Fly drin. Da stehen dann wahrscheinlich auch die Preise bzw. auch dann die Kickstarter-Preise drin, die ihr vorzeitig als Frühbucher sozusagen ergattern könnt, gehe ich mal von aus. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt oder auch nachher den finalen richtigen Test vom X-Fly, abonniert gerne meinen Kanal. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem kleinen Vogel haltet oder auch generell von meinen Videos. Würde mich mal interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.